den Aerofix starten. Als erstes Sprühkörper abnehmen, kontrollieren, ob es sauber ist. Die Wandung mit WD-40 einsprühen. Den Schlauchbeutel bis ein Finger tief reinschieben, das Material aus der Spitze rausdrücken, trichterförmig zudrücken und den Schlauchbeutel hier kurz hinter der Kramme aufschneiden. Materialdüse aufsetzen und unter Druck den Sprühkopf runterdrücken, links drehen, den Gewindesitz suchen und dann nach rechts zudrehen. Dann die Luftdüse montieren. Einstellung unten, den Druckregler voll in Richtung auf und dann eine halbe Umdrehung in Richtung schließen, also voll in Richtung rechts und eine halbe Umdrehung nach links und den Sprühkopf vorne in die Mitte zwischen Raupen und vollen Luftdurchsatz mit Tendenz in Richtung Sprühen. Also mittig mit Tendenz in Richtung Luft. So, dann probieren wir das jetzt einmal aus. Sprüht.